Jo Leute, was geht ab? Ja, ihr seht, ich bin mittlerweile Arena 2. Hab ein bisschen vorgekämpft hier. Hier Grundtour habe ich auch vorbereitet. Gratis Truhen. Ja. Geht leider nicht mehr, weil ich vorher aufgenommen habe. Da ist einfach schief gelaufen mit dem Hochladen. Deshalb muss ich neu aufnehmen. Leider. Und hättet ihr jetzt schön gucken können. Und ich sehe schon, er kommt mit dem Riesenmann. Was läuft denn bei dem falsch? Und da kommt Pfeil, aber der Feuerball macht die Skelette weg. Und die Hexe sorgt jetzt erstmal schön für Action. Auch wenn ich jetzt mal aufpassen sollte, dass mir nichts passiert. Ja, bevor hier noch was Schlimmes passiert, setze ich was Kobaltfass. Auch wenn der Turm sowieso schön hingehört. Leider. Naja, immerhin die Super-Attacke vorhin. Auch wenn es nochmal leider nochmal durchging. Das Ganze aus Zahlen verlieren. Das war ich. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Es geht das wieder los, Akain. Dum, 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 dum. Fein, gar nicht mehr so übergesetzt. Aber wenn der Prinz durchgeht, könnte es bald wieder ganz schnell gewinnen sein. Gut. Der Ritter geht erstmal ganz schnell weg. Cool. Gut, Krone ist meine. Ja, meine Mutter ist auch gerade zu Hause. Ich sehe gerade, er hat im Feuerwerk gesehen. Gar nicht, was ich schlecht bin. Könnte interessant werden. Oh nein, vier Leben. Ich glaub's nicht. Und jetzt kommt der Prinz. Oh mein Gott. Seine Typen hasse ich am meisten. Die nach dem Sieg abfeiern. 18 Pokal. Schon eine Menge. 2 Kronen. So, was wir ändern mal das Deck. Ist das so was? Du hast da. Ich mache mal kurz einen Cut und stelle mal kurz um. So, Leute, ich bin wieder soweit. Wie ihr es sehen könnt. Komm. Ich habe jetzt ein Deck von 3,5 Elixier. Wenn jetzt die Grafik halt ein bisschen schlecht ist, kann ich jetzt leider nichts dazu tun. Jetzt funktioniert's. Los geht's. Komm, diesen Kampf gewinnen wir wenigstens. Übrigens, ja, sieht schön. Ich hab jetzt gleich. Ich fäng gerade sowas von dem Ball so auf. Ich kann mal gleich alle vier Truppen setzen. Clever. Das könnte jetzt bestimmt. Das war gar nicht mal so übel von. Ja! Er hat einfach mal den Ballon. WTH! Den Herrscher der Mammutung, ne? Zur Verteidigung für den Riesen. What the fuck? Wie soll ich das machen? Der. Alter, der hat einen Ballon. WTH, Alter, ich hab beides beseitigt. Genau, als ich beides beseitigt hatte. Was hast du noch vorbei? Komm, Prinz. Sorry, dass es gerade ein bisschen lebt. Die Köchter, ja, wie das werden ungefähr mal 10 bis 12 Minuten gehen. Weil ich kann auf meinem Handy nur bis 15 Minuten lange Videos machen. Und ja. Nur damit ich Bescheid weiß, was natürlich nicht schon machen muss. Lakaien kommt jetzt. Bitte! Ja! Was soll ich die Truppen verteidigen? Ich hätte schon zu freuen. Das stockt gerade so doll.
Ich werde danach auf meinem Tablet mal ein System-Update wahrscheinlich machen müssen. Ist wahrscheinlich. Und ja. Jetzt kommt der Bäcker, alles klar. Ich habe auch einen Bäcker, aber. Und die Skelette halten den Mini-Bäcker auf, ich glaube es nicht. Ich würde sagen, wir gehen auf Defensive, wenn wir die zweite Krone bekommen haben. Ich könnte schon, dass ich ein Bäcker. Sperrkobolde Level 4, Alter, das leckt und tut nervt gerade zum Haken. Das nervt zu übelst hart. Sollte ja auch schon irgendwie sein. Sorry, jedenfalls dafür, aber da kann ich jetzt leider gerade nichts. Ja, hallo, komm jetzt. Ich glaube, es wird langsam, dann nochmal. Selbe Sache, ne? Habe ich mich gerade gerettet? Alter! Was für ein epischer Sieg! 29 Pokale! Eine Sauertour und 7 Pokale. Wir gucken mal hier an der Seite. Ihr seht, ich hab Skelett angefunden. Mach ich eigentlich ganz gerne. Weil ich könnte mir was machen. Mini-Packer kaufen. Das ist richtig. Puh, warte mal. 16 Gold. Hehehe. Die Mini-Packer voll. Wie kostet denn die? 154. Ich würde sagen, wir machen noch einen 3-Sterne-Fight. Und dann was ist das erstmal wieder für heute? Wir haben die Grundchest im Fall gekriegt. Also machen die Grundchest noch voll und dann war es das für heute. Nachher seht ihr dann noch das FIFA 15 Video. Kommt wahrscheinlich aber auch erst 21 Uhr, weil ich da erst zu Hause bin. Muss nämlich noch in die Stadt. Und ich sehe schon, das geht hier schon ganz gut los. Ironisch gemeint. Er hat immerhin was zu verteidigen. So, jetzt kommt mein Kobaltfass. Das müsste jetzt erstmal ganz gut Schaden machen. What the fuck? Die haben die Hälfte des Turmes getötet, Alter. So. Auf die Seite kommt ja nicht mehr so einfach. Es sind die Bomben. Skeleton. The fuck, wie hab ich das mal erlebt? Und mich nervt einfach, dass es so stock ist. Wahrscheinlich liegt es am WLAN. Und jetzt setze ich erstmal ein schön altes Kobaltfass. Und dann die Hälfte gemacht. Und die ist abgelenkt. Und bam, bam, bam. Meins. Ah, die zwei helfen mir, der andere macht noch ein bisschen Schaden. Ja. Ist die Valkyrie. Ich weiß nicht, was er gerade sitzen wollte. Werde ich hier nochmal in die Holungen vielleicht angucken. Vielleicht. Ist immer so eine Sache, ne? Sperrkobolde und Skelette und, ja. Ich würde sagen, wir öffnen uns die Kronruhe. Und dann war es das für heute. Wahrscheinlich kommt, mal gucken, morgen oder übermorgen. Es kommt drauf an, wie ich das hinkriege mit Schule und so. Ja. Die Kronen zu öffnen. Ich hab gehört, man kriegt jetzt doppelt so viel Gold. 207! Lol.
bei Gyms. Einmal die Valkyrie. Zweimal der Feuerball. Oh nein. Oh shit. Koboldfass. Nice. Komm Leute, das war ein perfekter Abschluss für diesen Part. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.